Wie können wir unsere Verkäufe auf Amazon steigern, unsere Preise erhöhen und unsere Werbekosten reduzieren? Ich weiß, das klingt wirklich nach einem harten Versprechen, aber lass uns das direkt hier mit dir am Rechner durchgehen. Servus, hier ist der Butrus und lass uns mit einem Beispiel hier einsteigen. Das heißt, ich suche jetzt nach einem Hundefutterbeutel. Ja, ich suche einfach so nach so einem Produkt und dann schaue ich, okay, was gibt es denn da als Resultate? Und ich sehe, ganz viele Leute versuchen halt ein Blitzangebot zu machen, indem sie einfach über die Preise verkaufen. Manche versuchen über Coupons den Klick zu bekommen. Das heißt, man sieht ja, dass diese Farbe dann die Leute animiert, auf das Produkt zu klicken. Und ja, das ist ja alles mit Kosten verbunden und funktioniert nicht so, wie man das haben möchte. Ich habe hier eine kleine Präsentation für dich vorbereitet, dass du verstehst, wie man das Ganze angeht. Ja, das heißt, es gibt ja Testlogo, Prüfzertifikate etc., die das Vertrauen der Kunden erhöhen. Ja, das heißt, das einzige Problem, was man hat als Händler, dass die Endkunden dir nicht vertrauen. Und die Frage ist, wie können wir dafür sorgen, dass dir die Kunden vertrauen? So, da gibt es natürlich TÜV-Zertifikate, die sind halt viel zu teuer. Da gibt es Stiftung Warentest, kennt jeder, aber auch viel zu teuer. Und heute gibt es einen Service, wo ich ja mit der Entwicklung, sage ich mal, beigeholfen habe, einfach, dass genau so ein Logo entsteht, was die Leute zu 100% animiert, das Produkt anzuklicken. Lass uns einfach mal vielleicht in ein paar Statistiken mal reinschauen. So, das sind Statistiken von Statistica und diese Zahlen zeigen dir, dass die Leute auf jeden Fall die Bewertungen lesen. Auch wenn manche hier sagen, 7% lesen ja die Bewertung nicht, das stimmt überhaupt nicht. Das heißt, die meisten lesen auf jeden Fall eher ja, 54%. Und auf jeden Fall lesen einfach die Bewertungen ja fast alle. So, die zweite Sache, wie viele Leute vertrauen dem TÜV? Ja, das heißt, ich weiß nicht, ob du das selber weißt, dass TÜV eigentlich ein Unternehmen mit profitablen Absichten. Ja? Das heißt, es ist jetzt keine staatliche Institution, wie viele glauben. Und ja, man sieht ja, dass TÜV mehr vertraut wird als Hersteller wie VW, BMW, Toyota, Volkswagen. Ja, das heißt, der TÜV hat mehr Vertrauen als alle anderen. So, und das bedeutet im Endeffekt, wenn wir einfach mal nochmal hier tiefer einsteigen, 84% der Verbraucher wissen ja gar nicht, dass das eigentlich dass du ein TÜV-Logo kaufen kannst. Ja, das heißt, man kann es manipulieren, indem man sowas macht. Das funktioniert langfristig nicht, aber man soll einfach, sage ich mal, das für seine Produkte nutzen, wenn man das nutzen möchte. Ich weiß, TÜV-Logo ist viel zu teuer. Darum geht es heute nicht in diesem Video. Ich würde dir einfach mal zeigen, wie du einfach mit einer Top-Möglichkeit die besten Ergebnisse auf Amazon bekommst. Und ich werde dir das belegen, was ich ja am Anfang, sage ich mal, versprochen habe, dass du mehr Umsatz machst, mehr Verkäufe, bessere Preise und deinen Markt dominierst. So, das heißt im Endeffekt, die Kunden haben gar keine Ahnung von diesen Tricks, dass man einfach so ein Vertrauen kaufen kann. Ja, das heißt, viele vertrauen einfach auf diese Logos, sie wissen ja gar nicht, dass man das kaufen kann. Und viele würden sagen, ja, das ist alles Bullshit. Nein, aber schau mal, du kriegst ja 35% mehr Conversion. Das heißt, wenn die Leute auf dein Produkt klicken, kaufen die 35% mehr. Du kriegst höhere Preise, bis zu 26%. Du kriegst weniger Retouren. Warum ist das so? Ganz einfach, wenn du auf ein Produkt klickst und da steht ja schon, ey, guck mal, ein Institut hat das getestet und das Produkt ist gut. Du bist schon getriggert, oh, das Produkt ist gut. Das hat ein Unabhängiger schon gesagt. Das heißt, alleine das führt dazu, dass du einfach ja, bessere Einschätzung zum Produkt hast. Es ist für hochwertiger hältst. Und auf weniger auch retournieren wirst. So. Und das Ding ist, das animiert dazu, dass du auch eine Bestätigung bekommst, dass du sagst, oh, meine Kaufentscheidung war richtig. Deswegen gebe ich einfach mehr Bewertungen. Deswegen bekommt man 11% mehr Bewertungen. Ja, das heißt, so den Leuten, die mir sagen, alles Bullshit, nein, ist das nicht. Natürlich kann man das ausnutzen. Es gibt ja unseriöse Coaches, wie auch immer auf dem Markt, die sowas halt zum Beispiel hier in diesem Beispiel einfach so ein Logo gekauft haben. Mittlerweile gibt es die ja nicht mehr, weil im B2B kannst du einfach sowas, es gibt leider viele Leute, die noch auf sowas halt reinfallen, nicht dieses Verein, aber andere. Aber da musst du halt aufpassen, dass du das nicht ausnutzt, die Bewertungen richtig liest. Zu diesem Thema habe ich auf meinem Channel auch jede Menge Videos, wo du einfach mal den Coach analysieren kannst. Aber warum ich das zeige, du sollst das einfach nicht ausnutzen. Das heißt, wenn dein Produkt Schrott ist, macht es auch keinen Sinn, solche Logos zu kaufen, weil irgendwann kommt die Wahrheit raus. So, das heißt, es funktioniert nicht nur bei uns, das funktioniert bei allen. Das ist einfach Psychologie.
das funktioniert. Und hier ist das Beispiel. So, hier haben wir ein Beispiel. Das ist eine Futtertasche, was ich ja vorhin gesucht habe. Und hier hast du eine Futtertasche, nehme ich mal mit einem Testsiegel und eine ohne Testsiegel. So, und das Ding ist, wenn wir das einfach mal so live sehen, die wird für 26 Euro verkauft und die macht 39.000 Euro, ja? Und die andere, das ist genau die hier, die wird ja 39 Mal im Monat verkauft und die macht gerade 600 Euro. Und das Ding ist für 16,99. Das heißt, durch eine kleine Investition kannst du deinen Preis um 10 Euro erhöhen, andere Kunden erreichen. Und hier sind die Ergebnisse, schwarz auf weiß. Das heißt, du wirst ja viel mehr erreichen, mehr Kunden erreichen. Ja, das heißt, du hast ein geiles Produkt. Dein geiles Produkt hat besseres Marketing verdient und genauso ein Logo ermöglicht dir das Ganze. So, wenn wir einfach mal vielleicht auf die Kosten einfach mal gehen und einfach mal betrachten, was sowas kosten kann. Da siehst du hier die Kosten für ein Produkt. Liegst du bei 299 Euro, sage ich mal. Und hier 499, zwei Produkte, drei Produkte, 699. Wenn ich hier einfach überlege, wie dumm muss man eigentlich sein, dass man genau hier nicht investiert, wenn man einfach nur diesen Unterschied halt sieht. Diese Zahlen sind auf einen Monat basiert. So, ich möchte dir mehrere Vorteile noch einfach nennen. So, das Ding ist, wenn ich ja so ein Logo habe oder wenn du so ein Logo hast, du wirst den Klick bekommen. Das heißt, die Leute klicken jetzt auf das Produkt. Zweites ist, die kaufen es, weil sie vertrauen. Das heißt, mehr Vertrauen, das heißt, du erhöhst deine Conversion-Rate. Genau das Gleiche gilt übrigens für die Klicks. Das heißt, nehme ich mal an, ich suche jetzt nach einer Babydecke. So, wenn ich jetzt nach Babydecke, übrigens diese Möglichkeit haben einfach viele Händler noch gar nicht entdeckt, die kennen es einfach nicht. So, wenn ich jetzt nach einer Babydecke suche, hat ja keiner diese Möglichkeit, hat keiner jetzt dieses Vertrauen. Und als Eltern wirst du ja immer sagen, ich würde das nehmen mit dem Logo, wo die Leute halt vertrauen. Und genau jetzt zurück zu diesem Logo, das, ich habe hier mit der Entwicklung beigeholfen. Warum? Weil das ist einfach psychologisch aufgebaut, dass du hier siehst, okay, da ist der Haken hier. Das heißt, du hast eine Bestätigung, gute Entscheidung. Warentest Online, das ist ein deutsches Institut. Es ist einfach ein unabhängiges Unternehmen, das das Ganze getestet hat. Du hast die Note, du hast einfach diese rote Farbe. Diese rote Farbe sorgt dafür, dass die Leute einfach klicken. Das heißt, du brauchst ja diese Logos hier alles nicht mehr. Das heißt, du kriegst den Klick. Du reduzierst auch die Launchphase. Ja, es gibt ja eine Launchphase, die reduzierst du radikal. Dann steht hier die deutsche Flagge. Das heißt vor allem für Leute, Produkte, die aus verschiedenen Ländern stammen, wir müssen nicht unbedingt jetzt schreiben, ja, deutsche Marke, was die meisten hier versuchen. Alleine dieses Logo vermittelt einfach Vertrauen. Deutsche Flagge wurde getestet, das Produkt ist hochwertig. Und wie gesagt, für diesen kleinen Preis kannst du es einfach steigern. Altes Marketing, was früher funktioniert hat, funktioniert heute nicht mehr. Denn die Werbekosten sind höher geworden. Und auch wenn du jetzt hier Werbung schaltest, kämpft man ja um den Klick. Ja, das heißt, ich kämpfe hier um den Klick und deswegen macht er hier 10% zusätzlich. Warum soll ich hier bitte 10% zusätzlich machen? Wenn ich einfach sage, okay, ich kriege den Klick und ich kann vielleicht 34,90 € machen, wenn ich einmalig 299 Euro investiert habe. So, wie baust du das Ding ein? Einfach im Endeffekt, du musst deine Fotos, Beschreibungen etc. optimieren, um Bestseller zu werden. Du bestellst das Ganze hier direkt. Du gehst auf warentestonline.de. Da kannst du einfach direkt hier deine Produkte testen lassen. Da hast du hier die Angebote, kannst du wählen, ein Produkt, zwei Produkte, drei Produkte. Wenn du mehr Produkte hast, dann kannst du auch Anfrage schicken, aber test es einfach, dass du wirklich die Ergebnisse für dich siehst und kannst du mehr machen. Dann baust du die Siegel. Ganz wichtig, dass du es einfach im ersten Bild einbaust. Ja? Das heißt, du baust eher das im ersten Bild, dass es angeklickt wird, weil die rote Farbe sorgt dafür, dass die Leute es anklicken und die Bestätigung einfach, dass das geil ist, dieses Produkt. Und dann im Endeffekt, musst du dir vorstellen, kannst du es einfach in deinen Beschreibungen, Fotos, sogar in deinen Flyer und Anleitungen einfach einbauen, um mehr Vertrauen von den Kunden zu bekommen. Und du hast auf jeden Fall bessere Bewertungen dadurch. Warum ist das so? Ganz einfach. Der Kunde bekommt es und dann sagt er, bevor er einfach eine negative oder positive abgibt, gibt es eine unabhängige Stelle, die das einfach getestet hat und gesagt hat, das Produkt ist gut. Da kann ich ja nicht als Endkunde jetzt behaupten, das Produkt ist ja nicht gut. Das heißt, ich bin getriggert, ich bin geframed worden, dass das Produkt schon gut ist und dadurch gebe ich auch gute Bewertungen. Das heißt, wenn wir das zusammenfassen werden, du wirst dadurch mit so einem Logo bessere Preise abrufen, höhere Bewertungen, bessere Conversion, mehr Vertrauen der Kunden gewinnen und vor allem deine PPC-Kosten reduzieren, weil du den Klick kriegst und auf jeden Fall auch verkaufst, weil die Leute dir vertrauen. Du bekommst einfach mehr Vertrauen von Kunden, die skeptisch sind, weil der einzige Grund, warum die meisten nicht kaufen, ist einfach Vertrauen. Hilft mir dieses Produkt? Kann das wirklich mein Problem lösen? Und wenn du so ein Logo nutzt, wirst du wirklich einfach deine Marke
deinen Markt dominieren. Anhand dieses Beispiel, was wir hier gesehen haben, da kannst du ja selbst das Ganze für dich testen. Wenn du vielleicht der Skeptiker bist, der nicht sicher ist, test es einfach bei einem Produkt und dann wirst du sehen, wie das durch die Decke geht. Dann kannst du 2, 3 Produkte irgendwann machen. Aber meine Bitte an dich, verbrenne nicht so viel Geld in PPC, vor allem in Werbung, wenn du solche Sachen nicht machst. Natürlich hast du die Möglichkeit, weiterhin mit Logos, mit Rabatten etc. zu arbeiten, oder du entscheidest dich einfach, ein Premium-Anbieter zu sein und nicht nur irgendein Händler, sondern wirklich der Händler zu sein, der einfach seinen Markt dominiert, bessere Preise abruft. Denn ganz ehrlich, wenn du bessere Preise abrufst, wie hier, 26 Euro, hast du natürlich mehr Geld für Werbung auszugeben als einen, der jetzt um den letzten Cent kämpft. Und mit solchen Investitionen kann das Ganze für dich funktionieren. Ich wünsche dir alles, alles Gute, buch dir das Ganze direkt und verliere keine Zeit, verliere kein Geld. Dein Produkt hat mehr verdient, als einfach nur irgendein Produkt zu sein. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Wenn du diesen Tipp für gut gefunden hast oder für hervorragend und du kennst einen Händler, der unbedingt dieses Video sehen sollte, leite es ihm weiter. Ansonsten danke für deine wertvolle Zeit. Bis dahin, dein Butrus. Mein Name ist Yuval Amo. Ich bin 30 Jahre alt und bin Amazon-Seller. Warum Amazon-Seller-System? Weil wir weiterhin wachsen wollten, weil wir unseren Umsatz nochmal hochschrauben wollten, eine weitere Skalierung anstreben wollten und sind deswegen auf die Suche nach einem Partner oder einer Agentur gegangen. Ich habe mich entschieden, bei Amazon zu verkaufen, weil ich damals nebenbei noch Geld dazu verdienen wollte. Und jetzt ist es das Hauptgeschäft, womit ich ja mein Main-Business daraus gemacht habe und das Geld damit jetzt quasi verdiene. Im Monat sind es ungefähr 300.000 bis 350.000 Euro. Warum ich auf Amazon verkaufe, hatte ich eben so ein bisschen angeschnitten. Da geht es meiner Meinung nach einfacher. Amazon vereinfacht die Systeme immer mehr und da kann man seinen Content oder das Produkt auch sehr, sehr gut platzieren, positionieren und das Geschäft gut skalieren. Mein Leben jetzt wäre ohne Butrus und sein Team noch so, dass ich noch Angestellter wahrscheinlich wäre. Ich würde das Amazon-Seller-System empfehlen, vor allem jedem, der auf Amazon verkauft, jedem, der auf Amazon wachsen möchte.